Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Klamm. In Deutschland gilt der Gleichheitsgrundsatz, gleiches Recht für alle. Gleiches Recht für alle, eine wunderbare und einfache, klar deutliche Aussage, die Gutes beinhaltet und dennoch auch in das Negative verkehrt werden könnte. Gleiches Recht für alle bedeutet, jeder hat das Recht auf Frieden, Liebe, Glück, soziale Sicherheit, Erfolge, berufliche Erfolge, Erfolge in Firmengeschäften, Erfolge im privaten Leben. Sollte es jedoch Gruppen oder auch Personen, Firmen geben, die dieses Prinzip der Gleichheit für alle, gleiches Recht für alle umkehren, etwa Gruppen und Personen, die der Auffassung und der Überzeugung sein könnten, das Recht zu haben oder das Recht auf ihrer Seite zu wissen, das Leben, die Gesundheit, Glück und Frieden anderer Menschen oder auch anderer Organisationen, Vereine und Firmen zu zerstören, dann kann natürlich auch der Umkehrschluss angewendet werden, genau auf der Grundlage gleiches Recht für alle. Wenn ein einziger in Deutschland glauben sollte, er habe das Recht, Glück, Frieden, Freiheit und Liebe anderer Menschen, Organisationen oder auch Firmen zu vernichten, dann beinhaltet die Aussage gleiches Recht für alle auch den Umkehrschluss, dass jeder das Recht haben könnte, Frieden, Liebe, Glück, Leben, wirtschaftliche Existenz, Gesundheit und all das Gute anderer Menschen, Organisationen, beispielsweise auch Vereine oder Verbindungen oder auch von Firmen zu zerstören oder gar zu vernichten. Ich denke, bei der Aussage gleiches Recht für alle gilt natürlich die positive Aussage im Fokus zu behalten und darauf zu achten, dass aus dem Guten gleiches Recht für alle, nämlich gleiches Recht für alle auf berufliche Entfaltung, freie Berufswahl, beispielsweise als Journalist, als Gesundheits- und Krankenpfleger, als Rettungssanitäter, als Autor, als Schriftsteller, als Verkäufer, was auch immer, das Gute zu behalten, das Recht auf Liebe, Frieden, körperliche Unversehrtheit, Glück, Gesundheit, wirtschaftliche Existenz, wirtschaftliche und soziale Sicherheit. Gleiches Recht für alle kann im Guten angewendet werden und gleiches Recht für alle kann auch im Negativen angewendet werden. Besser natürlich für alle 82 Millionen Menschen ist gleiches Recht für alle. Gleiches Recht für alle auf Frieden, Liebe, Glück, Gesundheit, körperliche Unversehrtheit, Zufriedenheit und natürlich auch auf Erfolge, auf das Gute eben. Gleiches Recht für alle. Ein Gedankenansatz von mir hier in der Sendereihe XXL Info Kompakt. Gleiches Recht für alle. Wir sollten es im Guten anwenden und es auch versuchen, gut auszugestalten und gut auszuleben. Gleiches Recht für alle. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, sofern Sie nicht gesund sein sollten, wären Sie wieder gesund, soweit wie möglich. Und die Menschen, die das Glück haben, gesund zu sein, denen wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, bleiben Sie gesund. Und wenn Sie nicht gesund sind, dann werden Sie wieder gesund. Weitere und ausführliche Informationen zur Sendereihe XXL Info Kompakt finden Sie natürlich auch im Internet unter www.radiotvinfo.org und telefonische Informationen gibt es auch via Telefon Berlin 03057 700 592. Ich wiederhole es noch einmal zum Mitschreiben. 03057
700592 oder auch im Internet www.radiotvinfo.org. Mein Name ist Andreas Klamm, bekannt auch als Andreas Klamm, Saberort, Journalist, Verleger, Herausgeber und Autor von insgesamt 11 veröffentlichten Büchern.